Ich habe den Fall von Leon betäubt, der ist 2018 in der Schule umgebracht worden. Er lief zwar noch raus, ist draußen verblutet. Dann hatten wir Ibbenbüren, jetzt vor kurzem erst. Dann hatten wir Wunsdorf, da hat der eine den anderen gesteinigt. Dann hatten wir Luise, jetzt hat man Brunsiedel. Das sind keine Einzelfälle. Herzlich willkommen zu 13 Fragen. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Sollten wir die Altersgrenze für die Strafmündigkeit senken? Wenn ihr sagt ja, auf jeden Fall, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt nein, brauchen wir nicht, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Ihr könnt euch jetzt gern positionieren. In Deutschland ist man ab dem 14. Lebensjahr strafmündig, kann also vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Darunter gilt man als Kind und als nicht schuldfähig. Und ob das so noch zeitgemäß ist, wird immer wieder diskutiert. Zum Beispiel, wenn wie im letzten Jahr die Kinderkriminalität steigt oder wenn Kinder morden. Ist es also an der Zeit, dass wir die Altersgrenze für die Strafmündigkeit senken? Während das für die einen eine wichtige Maßnahme wäre, halten die anderen das eher für eine Scheinlösung. Aber bevor wir loslegen, erstmal die Frage an euch. Wo würdet ihr denn auf dem Feld stehen? Bei Grün für, ja, Strafmündigkeit senken oder bei Gelb für, nee, bleibt alles so, wie es ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Gigi, ich möchte gerne mit dir anfangen. Du bist schon ziemlich früh straffällig geworden. Kannst du, wenn du jetzt rückblickst auf diese Zeit, dir selbst erklären, warum das so war? Also ich bin in einer Familie groß geworden, wo das ziemlich normal war. Meine Mutter war kriminell, mein Vater war kriminell. Und so bin ich auch groß geworden. Ich bin ziemlich früh ins Heim gekommen, mit 9. Und hab mir da ziemlich schnell Vorbilder gesucht. Das waren dann andere Jugendliche, die auch da waren, schon was älter. Hab mir von denen dann einiges abgeguckt, wie zum Beispiel Rauchen, von Wohngruppen abhauen. Und ja, da war zum Beispiel dann auch, dass ich von der Wohngruppe abgehauen bin mit 9, mit 2 anderen Mädchen. In einer halben Stunde sind wir dann von der Polizei an der Hauptstraße aufgegabelt worden. Da war das dann so, dass ich mich total gewehrt habe, habe dann auch gegen das Polizeiauto getreten, habe die Polizisten beschimpft und die haben dann halt kurzerhand mich übers Auto gelegt, mir die Handschellen angelegt und dann ab in die Wohngruppe zurück. Ich war selber im Gefängnis und ich würde sagen, dass vor allen Dingen, wenn man jünger ist, sollte man da einfach schon im Hinterkopf haben, dass es einfach Konsequenzen haben kann. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall unter anderem dafür. Und weil ich auch sehr viele selber kenne, die sehr früh schon sehr viel Unsinn machen. Also kann man sagen, mit 9, dass es bei dir schon ziemlich früh losging. Hast du dir in der Zeit Gedanken darüber gemacht, über eine mögliche Bestrafung, die kommen könnte? Nee, gar nicht. Mhm. Ich wusste, ich bin 9 Jahre alt, mir kann nichts passieren, außer wieder in der Wohngruppe zu landen. Ich kenne auch einige schon, die sind so 12, 13 und die nutzen das gerade noch aus, bevor die 14 werden. Die machen hier, was weiß ich, Autodiebstähle und schlagen sich und die wissen, denen kann gerade noch nichts passieren. Mhm. Das ist Gigis sehr individuelle Geschichte. Maschut, ich weiß, dass du auch früher kriminell warst. In welchem Alter fing das denn bei dir alles an? Also bei mir fing es an mit 11, 12 Jahren, wo ich auf die schiefe Bahn geraten bin. Erstmal nur mit kleineren Delikten, aber so ab 14, 15 wurde es halt immer heftiger. Und dann, bis man halt vor Gericht gelandet ist. Ne? Ich finde, dass man die Strafmündigkeit nicht herabsetzen sollte, weil gerade 12- und 13-Jährigen sind noch gar nicht so weit entwickelt in der Psyche auch, dass man überhaupt beurteilen kann, ob sie jetzt ins Gefängnis gehören. Carsten, du bist auch kein unbeschriebenes Blatt, würde ich sagen. Warst du früher schon strafmündig, als du kriminell wurdest? Ich war 18 Jahre kriminell. Hab Dinge getan, für die ich mich heute schäme. Dinge, die ich gerne rückgängig machen würde. Kann ich aber nicht. Als ich kriminell wurde, habe ich im Vorfeld schon Dinge getan. Und ich sage es immer wieder, hätte ich im Vorfeld vielleicht schon mal den Gong gehört. Also man hätte mich genommen, wäre vielleicht mit mir auch mal in eine Haftanstalt gegangen. Ich hätte mich mal vielleicht mit anderen unterhalten, die selber in einer Haftanstalt sind. Hätte ich vielleicht von denen gehört, dass da nichts Cooles ist und vor allen Dingen, was mich erwartet. Aber da das nicht war und da man viele Jugendliche in Watte packt, hat man die Grenzen immer und immer wieder weiter überdehnt, genau wie sie das eben gesagt hat. Wir brauchen Instrumente und Möglichkeiten, wie wir unsere Kinder wieder in die richtige Orientierung bringen. Wir haben in unserem Land so viele Dinge, die schieflaufen. Und Wertevermittlung
rutscht immer weiter ab. Also, wir müssen der Realität in den Augen sehen. Und deswegen brauchen wir Instrumente. Und ein Instrument ist natürlich zu sagen, okay, wir können strafrechtlich schon früher darauf einwirken. Also ihr beide, Gigi, du hast auch gerade genickt, ihr sprecht euch aus für eine frühe Abschreckung, also vor dem Alter von 14. Ralf, ihr als Bund der deutschen Psychologen habt euch gegen eine Senkung dieses Alters ausgesprochen. Warum denn? Also wenn du diese Argumente hörst von Gigi und Carsten, überzeugt dich das nicht? Klingt das nicht erstmal total nachvollziehbar? Ja, das Argument, das ich jetzt gehört habe, war Abschreckung. Und wir wissen alle, wenn wir an der Supermarktkasse stehen und die Schockbilder auf den Zigarettenpackungen sehen, das schreckt niemanden ab, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Die Debatte, die dann schnell auch gerade über die sozialen Medien in der Öffentlichkeit geführt wird, quasi breitgetreten wird, ist aus meiner Sicht nicht zielführend, weil sie nicht argumentativ ist, weil sie eher an Emotionen andockt und sich eher auf das Thema Bestrafung fokussiert, statt darauf zu lenken, worum es wirklich geht, nämlich zu verstehen, warum ist es dazu gekommen und wie können wir es zukünftig verhindern. Wir haben uns als Berufsverband dagegen ausgesprochen, weil wir sagen, Kinder sind keine jungen Erwachsenen und wir dürfen sie auch nicht so behandeln. Kinder sind erstmal Menschen, die in der Entwicklung begriffen sind und die brauchen unseren Schutz und unsere Begleitung. Burkhard, siehst du das auch so? Ich sehe das ganz große Problem darin, dass wir bisher tatenlos zuschauen bei den unter 14-Jährigen und dass sich einige kriminelle Karrieren unglaublich verfestigen. Ich rede jetzt nicht von Jungs, die mal irgendwas klauen oder Mädels, ja, sondern ich rede davon, dass wir sehr viele junge Menschen haben, die im Alter von 11, 12, 13 Jahren serienweise andere zusammenschlagen, abziehen, wie man Raubüberfälle auf der Straße heutzutage nennt, die teilweise sogar andere umbringen. Das ist natürlich ein Extremfall, aber auch das gibt es ja. Und wenn wir da nichts machen, keine Grenzen setzen, darum geht es, dann sind die Karrieren so verfestigt, wenn sie dann mit 14 strafmündig werden, dann ist es zu spät, dann können wir nichts mehr machen. Ich bin kein Freund davon, junge Menschen einzusperren. Das kann nur die absolute Notlösung sein. Es kann aber auch nicht sein, dass 12- und 13-Jährige im Extremfall sich Menschen umbringen können und überhaupt keine Konsequenzen spüren. Dann werden sie bestärkt auf ihrem falschen Weg. Und da muss ein neues Kinderstrafrecht her. Auch diese Menschen müssen Konsequenzen spüren, damit sie nicht vollkommen aus dem Ruder laufen. Ich möchte nicht einen 11- oder 12-Jährigen einsperren. Das sollte die absolute Ausnahme sein, wenn es gar nicht anders geht. Ich möchte aber auch nicht einfach nur zuschauen und diesen jungen Menschen damit das Gefühl geben, ich kann hier tun und lassen, was ich will. Keiner interessiert sich für mich. Du sagst zuschauen. Ist das denn gerade so? Also was gibt es denn aktuell für Möglichkeiten für Kinder unter 14 Jahren, um die zu sanktionieren? Das, was im Kinder- und Jugendhilfebereich gemacht wird, ist eine gute Idee, eine schöne Idee. Ich sage aber auch eine völlig naive Idee, weil ich spreche doch mit den jungen Straftätern, die zu mir sagen, da kam der naive Onkel vom Jugendamt, über den habe ich mich schlapp gelacht. Natürlich habe ich so ein bisschen so getan, als wenn ich ihn ernst nehme, dann geht er wieder und ich begehe die nächste Straftat. Es kann bisher in diesem Bereich viel zu wenig gemacht werden. Wenn aber ein 12-Jähriger vor dem Jugendrichter mal gestellt würde und dort eine entsprechende pädagogisch sinnvolle Sanktion gefällt würde, zum Beispiel einen Mehrfachschläger mal auf die Intensivstation einzuweisen im Sinne eines Praktikums, er soll sich mal mehrere Wochen die Opfer von Körperverletzungen anschauen, was da alles passieren kann. Ich glaube, dass das junge Menschen sehr, sehr beeindrucken würde. Und all das machen wir momentan leider in Deutschland nicht. Also dir geht es grundsätzlich erstmal darum, überhaupt mehr Optionen zu haben, wie man auf diese Fälle reagieren kann. Katja, ich würde gerne einmal zu dir kommen, weil du auf dem gelben Feld stehst und das obwohl, also früher warst du Jugendrichterin und mittlerweile leitest du aber selbst eine Jugendstrafanstalt. Da könnte man ja jetzt mal so ganz von außen betrachtet denken, hä, warum steht die denn auf dem gelben Feld? Da müsste die doch eigentlich für mehr Möglichkeiten sein. Ja, ich habe früher als Jugendrichterin sehr viel sanktioniert und mich manchmal insgeheim gefreut darüber, jemanden endlich ins Gefängnis zu bringen, ganz in dem Sinne, was wir vorher gehört haben. Aber als ich dann selbst inhaftiert wurde, natürlich mit Schlüssel, habe ich gesehen, dass ein Jugendgefängnis kein guter Ort ist für junge Menschen, dass wir Jugendhilfe brauchen, aber keine Jugendstrafe. Und jedenfalls Intervention, das würde ich absolut unterschreiben und hinschauen, das ist wichtig. Aber es muss keine Mauer drumherum sein und es muss keine Strafe im Vordergrund stehen, sondern die Fürsorge. Strafen schrecken
nicht ab. Das sehen wir ganz deutlich am Beispiel der USA. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht über Abschreckung nachdenken. Vor allem nicht, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Sie brauchen Erziehung und Förderung. Wir brauchen viel mehr Ressourcen. Wir brauchen mehr Menschen, die in Jugendämtern arbeiten, und mehr qualifiziertes Personal, was hinschaut. Und bisher fehlt mir in der Diskussion die Fürsorgepflicht der Eltern, die Stärkung der Familien. Denn was wir auch gehört haben von Gigi und von dir, war, die Familien haben es vorgelebt. Kinder brauchen Vorbilder, Menschen, zu denen sie aufschauen. Und in einem Jugendgefängnis, zu wem schaut man auf? Da gibt es wenige, die gute Vorbilder sind. Wir können Menschen auf Zeit wegsperren, aber es macht sie nicht zu besseren Menschen, vor allem Kinder nicht. Gigi, ich habe gerade gesehen, dass du auch gerade bei diesem Punkt, das untereinander voneinander lernen, hast du genickt, und das, obwohl du mit 16 ja selbst auch ins Gefängnis gekommen bist und auch sagst, es hat dir total viel gebracht. Also siehst du es trotzdem noch so? Es ist so, im Gefängnis spricht man untereinander, man spricht über seine Straftaten, man spricht über Drogen, über Gewalt, über alles Mögliche, und man lernt in zwei Richtungen. Es gibt die Menschen, die lernen, okay, oh, das schreckt ab, das will ich nicht nochmal so ein Leben. Dann gibt es aber auch noch diese andere Richtung, die sagt, okay, ja, das lerne ich dazu, das lerne ich dazu, das mache ich nächstes Mal besser. Und deswegen kommt es auch so häufig vor, dass immer und immer und immer wieder Leute entlassen werden und nach 2-3 Wochen wieder ins Gefängnis kommen. Man kann daraus lernen und macht es richtig, so wie ich, oder man macht es falsch und kommt wieder rein. Was genau hast du denn gelernt daraus? Im Gefängnis, du verschwendest deine Zeit. Die Zeit, die kriegst du nicht wieder. Es ist einfach hart. Du bist fast alleine. Du kannst da keinem vertrauen. Du bist da ganz auf dich alleine gestellt. Und das musste ich auch für mich lernen, da alleine mich durchzukämpfen, mich nicht auf andere zu verlassen. Und nur das bringt mich weiter. Das bringt mich jetzt dahin, wo ich jetzt bin. So, und da drinnen, das hat mir nur gezeigt, so, verlass dich auf keinen mehr, kümmere dich um dich selber. Und dann funktioniert das? Dass du es so erlebt hast, finde ich schön. Ja, ist gut. Und dass es auch für dich eine Erfahrung ist. Aber welche Erfahrung machen andere Jugendliche damit? Ich meine, ein 12-, 13-Jähriger, der geistlich gar nicht so weit entwickelt ist. Ich meine, das Gehirn entwickelt sich bis 25. Und dann ist man im Gefängnis, dann ist man eingesperrt. Also welche Folgen hat das auch für ein ganzes Leben? Deswegen bin ich auch für mehr Jugendhilfe, ja, für mehr Prävention auch. Und ich bin selber Erziehungsbeistand. Ich arbeite 1:1 mit Jugendlichen und habe eine ganz gute Erfahrung gemacht. Ich kenne die Straße, ich bin von der Straße. Ich habe damals auch einen Pädagogen gehabt, der auch ungefähr die gleiche Story wie meine hatte. So. Und ich finde einfach, ja, Gefängnis ist kein schöner Ort, dass man eingesperrt wird und ja. Was glaubt ihr denn, könnte die Aussicht auf eine höhere Strafe potenzielle TäterInnen abschrecken? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, es ist auf jeden Fall deutlich geworden, dass ihr euch zumindest in dem Punkt einig seid, dass Gefängnis natürlich nicht für alles die Lösung ist. So, da würdet ihr, glaube ich, alle zustimmen. Und trotzdem seid ihr dafür, dass dieses Strafbarkeitsalter gesenkt wird. Gigi, warum bist du denn trotzdem dafür? Weil ich persönlich von der Jugendhilfe nicht viel halte, weil ich finde, die Jugendhilfe kann auch noch deutlich besser ausgebaut werden. Und im Gefängnis, ja, ne, da gibt es auch Kriminalität, gar keine Frage, aber die Jugendhilfe hilft zu wenig. Auch ganz klar, kenne ich auch sehr viele Familien, da kommt das Jugendamt, die Kinder werden zum Teil grün-blau geschlagen, aber das Jugendamt macht gar nichts. Ich bin selber, seitdem ich 8 Jahre alt bin, werde ich von der Jugendhilfe betreut. Ich werde immer noch von der Jugendhilfe betreut. Ich habe im Gefängnis einen Antrag auf erweiterte Jugendhilfe gestellt, weil ich sonst gar nicht weitergekommen wäre. Sonst wäre ich wahrscheinlich auf der Straße gelandet. Aber die Jugendhilfe macht zu wenig. Ist einfach so, die haben mich auch so oft im Stich gelassen. Ja, ich möchte gerne also, euch alle, ja, Katja ist auch ein Schuh, dass sie zu. Dass du jetzt nicht unbedingt die gute Erfahrung mit Jugendhilfe vielleicht hattest, ne, kann ich verstehen. Aber es ist immer so, das Jugendamt sucht ja immer Erziehungsbeistand raus, einen bestimmten Träger oder Familienhilfe. Und dann kriegt man ja einen zugestellt, dann werden halt Stunden vereinbart, dann trifft man sich die Woche. Natürlich ist das nicht immer passend, wer da kommt. So. Aber deswegen finde ich auch, dass gerade Menschen, die vielleicht wirklich viel Mist im Leben erlebt haben, vielleicht auch Richtung soziale Arbeit gehen, weil wir haben wirklich so einen Mangel an Pädagogen, ne? Und dann will man noch die Minderjährigen ins Gefängnis stecken, und ich meine, das Personal haben wir doch gar nicht. So, wir aber sind jetzt schon über etwas überfordert. Aber verstehst du trotzdem den Punkt, dass Gigi sagt, aus ihren Erfahrungen zumindest her, ist es so, dass die Jugendhilfe schön und gut ist und ihr auch viel geholfen hat, aber einfach nicht ausreicht und sie deswegen sich mehr Möglichkeiten wünscht? Also mehr Möglichkeiten wären halt Prävention in der Schule, Coolness-Training, Anti-Gewalt-Training.
Schultraining, sowas, ne, was ich ja auch anbiete und wo ich auch in die Schulen gehe. Und da sollten auch Lehrer natürlich mehr eingebunden werden und natürlich auch mit uns mitgehen. Das heißt, Lehrer sollen Alarm schlagen, wenn in der Schule ein Junge irgendwie auffällig wird. Ne? Also wenn jetzt ein Jugendlicher irgendwie von Messer und Mord redet, Alarmglocken, sofort, los. Aber wir haben ja halt auch nicht das Personal hier in Deutschland. Deswegen brauchen wir natürlich mehr Sozialpädagogen auch hier in Deutschland. Aber da seid ihr euch ja alle einig. Aber reicht das? Tja, ich mache 10 Jahre nichts anderes. Seit 10 Jahren mache ich genau das. Ich war ein Opfer, ich war ein Täter, ich war ein Mittäter. Ich bin 18 Jahre kriminell gewesen. Ich gehe an Schulen, unterstütze Schulen, mache Prävention, mache Workshops, mache Elternabend, gehe in Haftanstalten, um den Kindern davon aufzuzeigen, wohin sie ihr Verhalten bringen kann. Ein Thema ist nämlich hier das Entscheidende. Das Totschweigen und das Wegsehen. Die Hälfte aller Schulleitungen sagt aus Angst und den Ruf der Schule, an unserer Schule gibt es keine Probleme, kein Mobbing, keine Gewalt, keine Drogen. Warum sagen sie das? Sie haben Angst, als Problemschule dazustehen. Sie haben Angst um die eigene Position und sie werden von den Schulträgern und den Ministerien damit im Stich gelassen. Es ist ein systemisches Versagen, weil wir wegsehen und totschweigen. Und es wird immer nur darüber geredet, wenn Menschen sterben. Prävention und Aufklärung heißt, dass man vorher hilft, den Kindern hilft, den Lehrern hilft, den Eltern hilft, das zu erkennen und Maßnahmen zu treffen. Wir sind alle mit daran schuld, weil es ist ein gesellschaftliches Problem. Und nicht jeder hat das Glück, ein gutes Elternhaus zu haben. Man nimmt schon bestimmte Dinge mit. Wir haben viel Missbrauch, wir haben viel Gewalt. Und deswegen ist es wichtig, endlich an den Wurzeln anzupacken. Haftstrafe ist das absolut Letzte, was man machen sollte. Aber Aufklärung und Prävention wird seit Jahren vernachlässigt und versagt. Ralf, aber würdest du sagen, dass dann die Herabsetzung des Strafbarkeitsalters die Lösung dafür ist, um an diese Ziele zu gelangen? Nein. Also mit der Herabsenkung des Strafmündigkeitsalters ändert man erstmal gar nichts. Warum? Du bist ja auf dem gelben Feld und ja. Stehst nicht auf dem grünen Feld. Und wenn all die Dinge, die Carsten gesagt hat, glaube ich, da stimmt ihr ja alle zu. Aber trotzdem. Genau, ich bin auch schon einen Schritt nach vorne gegangen an der Stelle, wo darauf hingewiesen wurde, dass das, was unser System bereithält an Hilfen, dass das nicht reicht. Also absolut. Ich glaube, da gibt es hier auch auf dem Spielfeld keine zwei Meinungen. Aber im Umkehrschluss heißt es ja nicht, wir müssen sozusagen an den Strafmaßnahmen ändern, sondern auch da bin ich bei Prävention. Aber was mich jetzt ein bisschen gestört hat, ganz ehrlich, Carsten jetzt so, ich spreche euch jetzt ja doch auch irgendwie persönlich an, dann gerade mit der Angst zu spielen, weil die Angst ist das, was lähmt und das ist das, was mich wieder den Schritt zurückgehen lässt. Ich bleib hier stehen. Aber die Abschreckung meinst du? Genau. Ja. Genau. Warum? Was stört dich da dran? Also wie gesagt, das zum Thema Abschreckung, das kann auch dazu führen, dass wir uns daran gewöhnen. Ja, also das ist dann das, was zunächst mal abschreckt. Wenn ich damit zum 3., 4. oder vielleicht auch 10. Mal konfrontiert wurde, dann schreckt mich das nicht mehr ab. Das sind ja die Karrieren, die ihr hier auch beschrieben habt. Ja, also das sehe ich ganz genauso und wir brauchen an der Stelle einen anderen Rahmen. Und da stehe ich sozusagen auf der Präventionsseite und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also wenn ich dazu vielleicht noch was sagen darf, weil es geht ja um das Alter. Alle reden sozusagen über 14 oder welches Alter wäre es denn jetzt? Ich glaube gar nicht, dass man es an einem Alter festmachen kann, sondern dass es um den Entwicklungsstand geht. Aber nochmal, Kinder sind Kinder und so ist nun mal das Gesetz in Deutschland. Bis zum 14. Geburtstag sind sie nun mal Kinder und als solche auch zu behandeln. Katja, möchtest du da noch was hinzufügen? Ja, gerne. Ich finde es ganz wichtig, dass wir Fakten anschauen. Und die Fakten sagen, dass Deutschland sehr erfolgreich ist, was Jugendkriminalität angeht. Das bedeutet, es gibt erfolgreiche Arbeit auch außerhalb des Gefängnisses. Und ich bin auch der Meinung, Ultima Ratio ist Wegsperren. Wir müssen wirklich ganz genau hinschauen. Was brauchen wir? Gibt es Bedarf? Gibt es Handlungsdruck für den Gesetzgeber? Oder gibt es den Auftrag für die gesamte Gesellschaft, sich zu engagieren? Und ich finde es absolut wunderbar zu sehen, wie sich Menschen engagieren aus allen Bereichen. Und es braucht dafür kein Studium und es braucht dafür nicht nur Theorie, wir brauchen die gelebte Praxis. Und es geht nicht nur einseitig darum, jetzt hinzuschauen, ändert ein Gesetz etwas. Nein, es ist viel komplexer. Es geht um Menschen und jeder Mensch ist ein Individuum. Burkhard, das hat mich gerade so ein bisschen an was erinnert, was du vorhin gesagt hast, dass ihr euch da ja vielleicht gar nicht so unähnlich seid in euren Punkten, dass es eben, ja,
du auf jeden Fall sehr klar gegen Gefängnisse bist in dem Fall oder Menschen zu früh, zu voreilig ins Gefängnis zu stecken, aber grundsätzlich auch sagst, wir brauchen vielleicht mehr Instrumente, um zu handeln, oder Burkhard? Also ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. Neben der Senkung der Strafmündigkeitsgrenze brauchen wir einen riesen Maßnahmenkatalog. Angesprochen wurden die Anti-Aggressionskurse. Ich hatte kürzlich für einen jungen Mandanten versucht, so ein Training klarzumachen. 6 Monate Wartezeit. Ja, das ist, finde ich, ein Skandal. Das ist ja in dem Entwicklungsschritt, in dem die jungen Menschen sind, eine Ewigkeit, 6 Monate. Da haben sie schon wieder 10 Leute verkloppt in der Zwischenzeit. Das müsste man ändern. Ich bin auch dafür, fand ich sehr gut, was Carsten zu den Schulen gesagt hat, dass man in die Schulen geht mit Experten, wer auch immer das dann im Einzelfall ist, dass man ein dauerhaftes Angebot dort schafft, um junge Menschen, und das halte ich auch für ganz wichtig, auch deren Eltern zu beraten. Denn die sind oft auch ein Riesenproblem. Das darf man nicht vergessen. Ich würde sogar ein eigenes Unterrichtsfach einführen, wo man mal aufklärt über die Gefahren von Gewalt, von Drogen. Das wird alles mal so am Rande behandelt. Ich finde, das ist viel wichtiger, als Griechisch, Latein oder sonst was zu lernen. Ist meine Auffassung. Ja. Ganz kurz, ich glaube, Katja wollte darauf noch mal antworten. Ich möchte eins noch klarstellen. Es ist nicht so, dass unter 14-Jährigen gar keine Sanktionen drohen, Sanktionen in Anführungszeichen. Sie können auch jetzt schon geschlossen untergebracht werden, bis zu 1 Jahr. Allerdings, und das ist wirklich ein Bedarf, den ich sehe, bräuchte es mehr geschlossene Heime, die dafür zur Verfügung stehen. Das bedeutet auch, dass es nicht freiwillig ist, ob sie nehmen oder nicht, sondern dass es dann in diesen Fällen, wo wir Straftaten haben, Kapitalverbrechen, in diesen Ausnahmefällen durchaus eine Verpflichtung geben müsste für eine Unterbringung. Und da sehe ich schon gewisse Bedarfe. Auch die Realität zeigt, dass diese Verfahren, wir haben es gerade gehört, Anti-Aggressionstraining oder auch ein Gutachten zu bekommen von einem Kinder- und Jugendpsychiater, relativ lange dauern, zu lange, um adäquat und kurzfristig zu reagieren. Burkhard? Ja, ein Schritt nach vorne. Ich bin absolut dabei. Ich würde gerne noch mal mit euch grundsätzlich darüber sprechen, warum wir überhaupt gerade diese Debatte führen. Also natürlich liegt es auch an diesen Taten aus Freudenberg und Wunsiedel. Und deswegen einmal die Frage vielleicht an dich, Carsten. Bist du der Meinung, dass das Einzelfälle sind oder sind diese beiden Taten auch tatsächlich etwas, wo du sagen würdest, ja, das ist wirklich auch ein Anlass für eine Gesetzesreform? Also erstmal ist ja das, dass wir hier überhaupt stehen, der Beweis dafür, dass sich etwas in unserer Gesellschaft verändert. Denn vor ein paar Jahren würde das gar nicht passieren. Man würde gar nicht darüber reden. Es sind leider keine Einzelfälle, es passiert immer wieder. Ich habe den Fall von Leon betreut, der ist 2018 in der Schule umgebracht worden. Er lief zwar noch raus, ist draußen verblutet. Dann hatten wir Ibbenbüren, jetzt vor kurzem erst. Dann hatten wir Wunsdorf, da hat der eine den anderen gesteinigt. Dann hatten wir Luise, jetzt hat man Wunsiedel. Es sind keine Einzelfälle. Aber wir haben ein großes Problem, Missstände anzusprechen und darüber zu reden. Fakt ist, und genau das ist sie, was sie gerade gesagt hat, wir müssen natürlich auch ein Werkzeug haben, auch unter 14-Jährige praktisch auch wirklich sagen, wie kann es sein, dass jemand geplant Mord macht wie Luise, das war geplanter Mord, ja, und da wird niemand sofort in eine kommt niemand in eine Unterbringung. Das muss passieren. Bei solchen Taten muss man natürlich die Möglichkeit haben. Und das ist es. Ich möchte einfach nur, dass wir alle hinsehen und uns dem Thema annehmen. Und nicht, dass wir jetzt diskutieren und in 2-3 Monaten redet keiner mehr über Luise und das Thema wird totgeschwiegen und nichts passiert. Katja, vielleicht nochmal an dich. Also ja, die Kinderkriminalität ist im letzten Jahr tatsächlich gestiegen. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb das gerade auch so groß ist in den Medien. Und trotzdem, wenn wir aber die letzten 10, 20 Jahre uns die Entwicklung seit den 90er Jahren anschauen, geht sie ja deutlich runter. Wie interpretierst du denn die Zahlen? Weil das ist ja auch wichtig, nochmal zu sagen, man kann immer unterschiedlich auf solche Zahlen gucken. Die Zahlen zeigen, dass wir erfolgreich sind, was Prävention angeht. Noch nicht da, wo wir hin müssten, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und das zeichnet auch gerade Deutschland aus, diese Vernetzung von verschiedenen Trägern und verschiedenen Angeboten. Besser in Anführungszeichen sind meines Wissens die Skandinavier noch, aber da geht es eher um Liberalität, um Offenheit. Es geht nicht um Einsperren und Engmachen. Also für mich zeigt es ganz deutlich, es ist wichtig, dass wir ganz genau hinschauen und dass wir jetzt keinen Schnellschuss fabrizieren aus Trauer und Bestürzung über diese Situationen, die leider immer wieder passieren, sondern dass wir zum Beispiel auch entwicklungspsychologisch mal forschen und die Kriminologen ans Werk lassen, ob es wirklich so ist, dass die jungen Menschen heute schon reifer sind oder dass sie körperlich nur
reifer wirken. Würde ich direkt gerne mal an Burkhard weitergeben. Das sind komplett andere Menschen, die da vor mir sitzen. Nicht nur äußerlich, sondern die haben ein Wissen, das sie früher gar nicht haben konnten, weil es das Internet in der Form nicht gab, weil man sich nicht untereinander so ausgetauscht hat. Die Gewaltfantasien haben, die meines Erachtens auf einem ganz anderen Stand sind als vor einigen Jahrzehnten. Noch ein Stichwort zu den Kriminalitätsstatistiken. Damit wäre ich sehr vorsichtig, mich damit zu beruhigen, weil ich glaube, dass die Dunkelziffer gerade im Bereich von Kriminalität junger Menschen riesig ist. Viele Taten werden nicht angezeigt, viele schämen sich. Ja. Teilweise gibt es Videos von den Taten, da werden Leute unter Druck gesetzt. Wenn du das anzeigst, dann mache ich das öffentlich und deshalb glaube ich, wäre ich vorsichtig zu sagen, die Zahlen sind konstant, was stimmt, ja, im Bereich des Jugendstrafrechts. Das ist allerdings auch mit Vorsicht zu genießen, muss man ganz klar sagen. Maschut, wenn wir über diese Taten in Freudenberg und Wunsiedel sprechen, sind das Taten, wo du sagen würdest, da sehe ich eine Parallele zu den Menschen, mit denen ich jeden Tag irgendwie im Alltag spreche bei deinen Seminaren? Oder ist das was komplett anderes und Einzelfälle? Also für mich sind das Einzelfälle, klar. Natürlich wurde das sehr aufgebrauselt, ne? Und dann wurde es erst heiß diskutiert. Ja, jetzt müssen wir halt herabsetzen. In 2-3 Jahren passieren hoffentlich nicht solche Fälle, aber dann, wenn die Medien wieder einen Aufschrei machen, wollen wir dann und wieder unter 12 setzen. Das heißt, es sind für mich Einzelfälle. Und ich meine, ich würde mitgehen, dass man vielleicht länger in eine geschlossene Psychiatrie, in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie diese Kinder hineinsetzt und da halt therapiert und versucht, wieder Täter-Opfer-Arbeit zu machen, ne, sie mit der Tat zu konfrontieren und zu gucken, warum ist das passiert. Ne? Und für mich sind das Einzelfälle und es passiert nicht jeden Monat. Ralf, wie schätzt du das denn ein? Können 12-Jährige überhaupt schon verstehen, was sie da machen oder gemacht haben? Wir wissen, dass 12-Jährige heute schon sehr einsichtsfähig sind, dass sie schon Dinge überblicken können, auch vorausschauend planen können. Aber nochmal, also ich bin da eher so an der Stelle, dass ich sage, wir können das nicht an einem Alter festmachen. Ich gehe aber absolut mit an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen das schon auch in die Köpfe bringen, wir müssen das in eine Öffentlichkeit bringen, wir müssen darüber reden. Mit dem Ziel ist zu verstehen. Erst wenn wir verstanden haben, dann können wir auch sinnvolle Präventionsprojekte an den Start bringen. Und da muss natürlich dann auch die ganze Power dann auch hinfließen, um das zu verhindern. Gigi, wie siehst du das denn, wenn du das jetzt hier alles hörst? Also jetzt wurde hier ja zum Beispiel von Menschen, die deutlich älter sind als du, gesagt, dass sie das Gefühl haben, wenn sie auf die Jugendlichen heutzutage gucken, dann sind die viel reifer als vor zum Beispiel 50, 100 Jahren. So lange bist du noch nicht auf der Welt und kannst das so nicht beurteilen. Aber so ganz grundsätzlich, was ist denn deine Meinung dazu? Also es ist unterschiedlich. Ne? Es ist immer nochmal, wie gerade schon erwähnt worden, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder ist anders. Aber ich finde schon, Social Media, beste Beispiel, das gab es früher nicht. Und Social Media verändert einiges. Das verändert auch nochmal deinen Blick auf die Welt. Egal, ob es jetzt bei Rappern sind, bei Influencern, bei Models. Du machst dich selber auch ganz anders abhängig durch Social Media. Ich merke das ja selber, ich mache TikTok und ich vergleiche mich oder versuche mich natürlich nicht zu vergleichen mit anderen, aber ich denke mir auch ganz oft, boah, wie toll wäre es jetzt, wenn ich so weit schon wäre oder wenn ich so wäre wie der oder die oder das. Druck. Der Druck, genau, der Druck. Einfach besser, stärker, mächtiger. Weil ich denke, früher gab es das nicht so stark wie heute. Überzeugt euch dieser Punkt? Ja, so TikTok oder digitale Medien haben natürlich einen Einfluss auf Jugendliche. Klar, deswegen sollte Präventionsarbeit an Schulen, was dieses Thema betrifft, auch geleistet werden. Aber würdest du denn die Jugendlichen, mit denen du heutzutage arbeitest, die du jeden Tag auf Arbeit siehst, im Vergleich zu dir, wie du als Jugendlicher warst, siehst du da in der Reife einen großen Unterschied? Also natürlich, die haben sich stark verändert. Also wir hatten damals keine Handys. Also jetzt, ich bin in den 2000ern aufgewachsen, Ende der 90er war ich 12 Jahre alt. Ich bin 88er Baujahr. Natürlich kam dann irgendwann die Handys so 2005, 2006 und wir hatten halt nur Musik drauf. Jetzt haben sie halt natürlich iPhones und die ganzen Handys und nehmen Videos auf und die Straftaten, die sie begehen, werden mal aufgenommen. Und natürlich hat das viel verändert. Also alles ist leichter zugänglich heutzutage auch. Ne? Und gerade TikTok, ich meine, auf dem einen Bild hast du da irgendwie der Predigt über die Welt, dann hast du wieder eine nackte Frau, danach hast du wieder eine Lehrerin, die spricht. Also diese ganzen Informationsverarbeitung für die Kinder hat einen massiven Einfluss. Also ist es auch brutaler geworden? Natürlich, es ist brutaler geworden in der Gedankenwelt der Jugendlichen natürlich. Deswegen sollte mehr getan werden in den Schulen einfach und natürlich
1:1-Arbeit auch viel, aber... Aber wenn du das jetzt alles so sagst und ich das jetzt so höre, würde das dann nicht auch logischerweise dafür sprechen, dass man quasi sagt, okay, das ist nicht mehr zeitgemäß, unsere Gesellschaft hat sich so krass entwickelt. Also wenn du sogar selber diese Meinung vertrittst, dass es dann komplett zu rechtfertigen wäre, zu sagen, gut, dann stufen wir das auf zum Beispiel 12 runter. Ja, und in ein paar Jahren stufen wir es wieder unter 12, weil dann wieder Einzelfälle passieren und dann wieder Aufschrei ist. Also was wenn man quasi jetzt nicht die Einzelfälle, sage ich mal, als Anlass nimmt, sondern grundsätzlich die gesellschaftliche Entwicklung. Bleiben wir mal da. Ja, dann müssten wir vieles verändern. Dann darf irgendwann ein 12-, 14-Jähriger allein in den Urlaub fahren. Dann wird irgendwann die Volljährigkeit herabgesetzt. Aber was spricht denn dagegen, dass du jetzt einem 12-Jährigen mal 100 Sozialstunden gibst? Was spricht dagegen? Also 100 Sozialstunden, ja, aber kein Gefängnis. Ja, aber da sind wir ja. Da sind wir doch. Ja. Da seid ihr euch alle einig, glaube ich. Und eines sind das Gefängnis, klar, reden wir gar nicht drüber. Es soll was passieren, natürlich, also Konsequenzen, ja. Aber dieses Wort Strafe auch ist für mich halt so ein Punkt, wo ich denke, wie kann man einen 12-Jährigen denn bestrafen? Sobald man unter 14 straffällig ist, dann sitzt dieses Kind mit 12 Jahren vorm Gericht und da wird ihm gesagt, du kriegst jetzt die und die Strafe. So, allein dieser Gerichtsprozess, was macht das mit dem Kind? Weißt du, ein bisschen Sozialromantik auch. Ne? Wenn man sich die 12-Jährigen anschaut, ich hatte gerade wieder 11-, 12-jährige Mädchen bei mir, die waren Opfer einer Straftat. Ja? Und dann erfahre ich von denen, Oralverkehr auf der Schultoilette mit anderen Jugendlichen, ganz normal in dem Alter heute. Das gab es vor 20 Jahren, zu meiner Zeit, 30 Jahren, gab es das nicht. Ja? Ich sehe da schon eine deutliche Entwicklung. Es wird nicht nur meines Erachtens teilweise brutaler, es wird auch insgesamt, ja, zum Beispiel Sexualität, früher gelebt. Die Drogen kommen früher an heutzutage, ist mein Eindruck. Ich habe heute manchmal Schulen, da komme ich rein, da sitzt eine 11-Jährige, die ist schon im 5. Monat schwanger. Also da, es ist einfach... Das gab es früher natürlich auch, ne? Also gab es bestimmt auch. Aber ich merke halt anhand der Masse, wenn du bei 100.000 Schülern warst, ja, und das überall in Deutschland, dann merkst du einfach, dass da etwas passiert. Und ganz besonders die Digitalisierung. Wir haben ganz klar eine der schlimmsten Plattformen angesprochen, TikTok, die ungefiltert unsere Kinder wirklich in ihren Bann zieht und damit einen Riesenschaden anrichtet. So, und präventiv wird aber kaum was dagegen geleistet. Und die Lehrer sind dem vollkommen hilflos ausgeliefert. Und die Eltern, im Endeffekt, ist für viele Eltern das Handy ein Bitte komm, jetzt bist du still, hier hast du, was du willst. Und keiner passt darauf, was passiert. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir das Thema ansprechen. Und das ist der richtige Ansatz. Wir diskutieren endlich mal über ein wichtiges Thema, damit nicht noch eine Luise ist. Damit das endlich mal allen bewusst wird, dass wir uns alle moralisch an die Nase fassen müssen und das Thema anpacken müssen. Aber natürlich muss ja ein Kind nicht, der 12 Jahre ist, einen Prozess haben von einem Richter. Das kann doch auf anderer Ebene festgelegt werden, aber dass er mal von mir aus 50 oder 100 Sozialstunden machen muss. Ja, der hat auch eine, vielleicht mit der Bierflasche jemanden vom Kopf gestoßen oder hat jemanden auf die Dings. Und dem filmen die das ja noch. Dieses Filmen bedeutet, sie sind sich vollkommen sicher. Mir kann ja sowieso nichts passieren. Dieses Filmen zeigt mir nochmal diese Kaltblütigkeit, dass sie ja nicht sind. Aber uns kann sowieso nichts passieren. Und ich finde, man sollte sich die Tat im Einzelnen anschauen und nach der Tat natürlich entscheiden und werten. Und danach dann auch gucken, dass auch Kinder, auch mit 12 Jahren, ja, schon mal auch in die Pflicht genommen werden können, für ihre Tat mal drüber nachzudenken, damit sie nicht noch mal machen. Und ich finde, wir haben hervorragende Jugendrichter in Deutschland, das kannst du, glaube ich, bestätigen, die ein sehr, sehr gutes pädagogisches Gespür haben für die jungen Menschen. Das ist mein Eindruck aus vielen Jugendstrafverfahren. Warum sollen die nicht auch ein Gespür für einen 12-Jährigen oder eine 12-Jährige haben? Also ich glaube, da könnte man mit den richtigen Sanktionen viel machen. Lass da gerne direkt mal Katja drauf reagieren, weil ich glaube, du wirst auch schon länger darauf antworten. Genau. Wir haben auch sehr gute Familienrichterinnen und Familienrichter. Und das ist mir wichtig, dass wir auch mal die Familien jetzt wieder in den Fokus stellen. Denn ein 8- oder 9-jähriges Kind darf sich nicht selbst überlassen werden. Wir leben im Miteinander und wir müssen daran auch arbeiten. Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir müssen uns auch wieder sozial verhalten. Das bedeutet, in der Gemeinschaft leben und überleben. Wir überleben das nicht, wenn wir so weitermachen. Wir brauchen einen Strauß voll Aktionen und Möglichkeiten. Und es gibt nicht die eine richtige Antwort auf diese Frage. Und das Strafrecht ist mit Sicherheit nur eine Stellschraube, aber nicht die entscheidende. Und auch nicht die, auf die wir uns fokussieren sollten, sondern das Familienrecht und die Stärkung von Interventionen, frühzeitigen Interventionen. Ja, es braucht Konsequenzen. Aber es braucht keine Bestrafung in vorderster Linie. Es geht jetzt weiter mit der Kompromissrunde. Die läuft so ab. Ich habe einen Kompromissvorschlag für euch. Wenn ihr dem zustimmt, dann könnt ihr gern einen Schritt hier noch ins Feld reinlaufen oder auf mich zu oder wie ihr wollt. Wenn ihr den total beschissen findet und dagegen seid, könnt ihr stehen bleiben oder einen Schritt nach hinten gehen. Ja. Danach könnt ihr selbst auch noch Kompromisse vorschlagen, aber wir bleiben erstmal bei meinem. Also, können wir uns darauf einigen, dass es bei Schwerstverbrechen wie Totschlag oder Mord schon ab 12 Jahren eine Einzelfallprüfung geben kann?
um die TäterInnen gegebenenfalls nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen. Das wäre quasi mein Minimalkompromiss nach eurer Diskussion. Ihr seid alle einen Schritt auf mich zugegangen. Gut, das hätte ich jetzt auch so erwartet. Du schwankst, Ralf? Einzelfallprüfung? Wenn das so festgelegt wäre, ja, dann sehe ich noch nicht wirklich den Unterschied, weil wir haben dann wieder so eine Regelung, die sich an so etwas festmacht, was so aussieht, als wäre es ganz einfach. Heute hat er halt Geburtstag und dann ist plötzlich alles anders als gestern. Also das Thema Einzelfallprüfung, da wäre ich absolut bei dir. Dann würde ich euch jetzt einfach anschließend in eure einzelnen Kompromissrunden schicken. Also ihr könnt einmal auf dem gelben Feld die Köpfe zusammenstecken, ihr einmal auf dem grünen Feld und euch jeweils einen Kompromiss für die andere Seite überlegen, wo ihr glaubt, mit dem könnte ich die vielleicht überzeugen. Es wurde hier viel diskutiert, ihr habt viele Argumente von beiden Seiten gehört. Aber wenn ihr jetzt hier auf dem Spielfeld stehen würdet, was wäre denn euer Kompromissvorschlag, den ihr jetzt hier machen würdet? Schreibt den gerne mal in die Kommentare. Okay, ihr habt alle einen Kompromissvorschlag. Dann bin ich gespannt, was ihr euch für Kompromisse überlegt habt. Wir schlagen einen Maßnahmenkatalog vor. Die Senkung der Strafmündigkeitsgrenze sollte nur eine Maßnahme sein. Wir schlagen allerdings vor, dass alle Straftaten, nicht nur Schwerstdelikte, zukünftig ab dem 12. Lebensjahr bestraft werden sollten. Man sollte im Einzelfall natürlich hinschauen, ist der junge Mensch schon entsprechend verantwortlich oder nicht. Und eine Gefängnisstrafe sollte nur im absoluten Ausnahmefall verhängt werden, nämlich dann wirklich bei Schwerstkriminalität. Und viel wichtiger für uns ist aber der Aspekt der Prävention. Carsten? Die Prävention einfach wirklich in den Fokus zu ziehen und dass wir wirklich alle mit einbeziehen, die Schüler, die Lehrer, die Eltern und die Gesellschaft. Okay, was sagt ihr dazu? Überzeugt euch das? Geht ihr einen Schritt auf das grüne Feld zu? Also mit Prävention gehe ich mit, klar, mit Prävention gehe ich mit, aber bei dir sind wir wieder auf dem Punkt, straffällig ab 12 sind wir halt nicht dafür, ne? Genau, also wir sagen, grundsätzlich würden wir nicht davon abweichen, das Strafmündigkeitsalter zu senken, aber Maßnahmenkatalog, das ist im Prinzip ja auch das, was wir uns überlegt hatten. Ja, dann ungefähr, ja. Was ist euer Kompromissvorschlag? Genau. Unser Vorschlag ist, dass wir zunächst mal parallel forschen und wirklich hinschauen, ob es so ist, dass die 12-Jährigen heute schon so weit sind wie 13-, 14-, 15-Jährige. Und bis das der Fall ist, dass wir dafür sorgen, dass bei Straftaten von unter 14-Jährigen eine geschlossene Unterbringung erfolgt. Und zwar zuverlässig und nicht nur, wenn ein Heim sagt, okay, ja, nehmen wir. Sondern dass es Möglichkeiten geben muss, dass wir auch 12- oder 13-Jährige geschlossen unterbringen. Nicht in einem Gefängnis, aber in geschlossenen Einrichtungen. Sei es in einer Kinder-Jugendpsychiatrie oder in geschlossenen Heimen. Genau, also 5 bis 7 Jahre. Ne, arbeiten therapeutisch, aber nicht unter Strafe stellen. Mit Aussicht, dass man sagt, okay, 5 bis 7 Jahre, da bleiben die Eltern mit einbezieht. Freigänge gibt es ja auch immer wieder, nicht völlig ganz wegsperrt, sondern auch vielleicht eine Schulbegleitung hat, auch zur Schule gehen kann und dann wieder zurück. Also es gibt viele Möglichkeiten, das wäre unser Kompromiss. Wenn ihr jetzt noch den Maß, diesen Katalog, den Augenmerk Prävention hinzufügt, könnte mit diesem Kompromiss gut leben, weil es ist weitaus mehr, als was wir heute haben. Ja, und das ist ja das Thema weg von Strafe, ja, hin zu Veränderung. Ja. Ja, und wo Prävention natürlich ganz vorne steht. Ja. Dann haben wir einen Kompromiss, oder? Für Burkhardt glaube ich nicht. Nee, für mich nicht. Ich möchte ja auch keinen Kuschelkompromiss. Ich bin Strafverteidiger, ich kämpfe straight für meine Mandanten im Gerichtssaal und genauso hier für meine Meinung. Wir sind uns in vielem einig, nur wenn von dort gesagt wird, ohne für mich nachvollziehbares Argument, wir wollen 12- und 13-Jährige nicht bestrafen, zu sinnvollen Sanktionen, auch dem widerspricht man ja. Naja, es wurde dann, ja gesagt, dass sie es gerne einmal wissenschaftlich wirklich prüfen wollen würden, ob man das belegen kann, weil wir ja gerade nur auf Basis von Gefühlen sprechen können. Man hat das Gefühl, Jugendliche sind heutzutage reifer, aber es ist ja erstmal zu prüfen, ist ja nicht verwerflich. Es ist ja kein Mitgehen bisher. Ja, also ich bin ganz klar dafür, wir müssen es senken. Und mal gucken, ob die 13-Jährigen soweit sind oder nicht, brauchen wir nicht. Ich habe sie jeden Tag bei mir sitzen, ich weiß, wie die entwickelt sind. Und deshalb meine ich, kommen wir da an der Stelle für mich nicht zusammen.
Na, überrascht hat mich insoweit, dass wir schon zu Beginn gar nicht so weit mit unseren Meinungen auseinander waren. Und lasst uns diese Diskussion weiterführen, lasst sie uns hinaustragen in die Welt und nicht aus dem Bauch heraus zu versuchen, mit kleinen Schräubchen große Dinge zu bewirken. Das wird nicht möglich sein. Aber kleine Schritte zu gehen miteinander, das kann, glaube ich, schon Großes bewirken. Mir war eigentlich von vornherein klar, wenn hier alles Menschen sind, die von Herzen für die Kinder zusammengekommen sind, dass wir uns eigentlich alle irgendwie aufeinander zubewegen werden. Weil das ist unser Kernwunsch, dass wir den Kindern helfen, dass wir Dinge verändern. Das ist ja das Wichtigste. Wenn wir das jetzt auch mit präventiven Maßnahmen und guten Umsätzen schaffen, dann können wir viel, viel bewegen. Und ich denke, dass dann hoffentlich solche traurigen Schicksale wie von Luise sehr, sehr, sehr selten werden. Aber es beginnt mit dem Hinsehen und dem Nicht-Totschweigen. Ich finde, ihr seid euch schon viel näher gekommen, als ich gedacht hätte. Also ihr seid ja fast alle so ein bisschen im Kompromissfeld. Deswegen vielen Dank für eure Zeit. Und danke, dass ihr auch eure persönlichen Geschichten mit uns geteilt habt. Gerne. Danke. Es gibt ja immer mal wieder diese Themen, die extrem stark polarisieren. Man fühlt sich so ein bisschen von den Schlagzeilen erdrückt und die Debatte wird auch häufig genug sehr verkürzt geführt. Und ich glaube, das hier, das ist tatsächlich so ein Thema. Und umso wichtiger finde ich es, dass wir uns hier die Zeit genommen haben, es bei 13 Fragen zu diskutieren. Ich hoffe, es hat euch vielleicht auch einen besseren Überblick gegeben. Falls ja, dann könnt ihr den Kanal gerne hier abonnieren und mehr solche Videos schauen. Hier oben gibt es ein weiteres Video zum Thema und hier unten gibt es ein weiteres Video von 13 Fragen.